Nichts überstürzt. Jetzt hab ich ja das Sagen. Gib nicht auf. Tausend Schuss und kein Schuss daneben. Warum ist denn Barrett jetzt down? Warum ist Neovac? Besiege den Gedankenschinder als erstes. Wie soll das funktionieren? Die sind schwach. Ich hab den nicht einmal angegriffen. Aber er wurde besiegt. Wie soll das denn gehen? Nee, dann scheiß auf das. Dann werde ich diese Aufgabe erst, keine Ahnung, wann machen. Oder warte mal, ich stelle den Schwierigkeitsgrad runter und hau nur auf und gehe da allein rein. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Ach, halt's Maul. Man weiß nie, was... Was auf einer Reise alles passieren kann. Sei also vorsichtig. Cloud, ist dir in letzter Zeit mal ein Hase über den Weg? Ich habe nämlich... Solltest du einen möglicherweise... Halt's Maul und lass mich... Falls ich dir mit irgendwas behilflich sein kann, lass es mich einfach wissen. Hast du die Vögel bemerkt? Es ist eine neue... Falls du mal eine Lebensquelle nicht finden solltest, brauchst du einfach nur ihrem Ruf. Der nervt mit seinen Weisheiten, die ich schon kenne. Auf einfach müsste das hier jetzt easy going sein. Falls nicht, dass die Gegner nicht nervig sind. Yeah!
Bob damit. Ich habe auch noch eben schon verkackt, weil einer von den Mistdingern tot ist. Oh, die hat nichts aus. Wie soll man das denn schaffen, wenn... Aber nicht mit Cloud. Wie soll man das denn schaffen, wenn die nicht sterben dürfen? Die pustet man an, fallen die tot um. Toll. Der hat schon wieder voll viel Schaden. Tausend Schuss und kein Schuss, Danny. Stellt mich nicht immer... Ja! Auf die Trail. Da geht noch was. Ha! 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 Aus dem Weg! Meine Fresse! Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wie unangenehm. Auf die Zwölf! Jetzt, Barrett! Meine Fresse! Die können sich in die Luft jagen, ich glaub's nicht! Wie macht man sowas? Ohne die anderen Drecks. Die Gedankenschinder ist nervig. Schon wieder verkackt! Wie soll das denn gehen?
Ja, dann brauche ich die Scheißattacke nicht. Platin nicht machbar, wenn das so weitergeht. Die muss ich ja mit einem Fingerschnippen den Typen fertig machen. Was ist denn das für ein Bullshit? Töte den als erstes. Ach ja, die anderen explodieren. Die töten sich selbst und halten nichts aus. Ja, viel Spaß. Das ist doch, wenn man mir einen TP-Charakter-Gegner dahinstellt und sagt, ja, der darf nicht sterben. Bescheuert. Ganz ehrlich, die Universum-Simulation. Fick nicht, Shetley, du bist scheiße. Keiner mag dich. So, jetzt habe ich's gesagt. Boah, so ein kleiner Pisser, ey. Gib mir eine Aufgabe, die machbar ist. Ist ja nicht mal auf leicht machbar. Was ist denn das für ein Bullshit? Oh. Brauche ich bestimmt sowas wie Stoppra. Die beiden immer stoppen oder so. Und nur den Geistesmarder angreifen. Anders ist es irgendwie nicht machbar. Ah. Shadley ist so... Generell, also Open World ist ja schön und gut, aber das ist so... Immer das Gleiche. Man kriegt keine neuen Aufgaben oder so. Oder... Es gibt jedes Mal eine Beschwörungssubstanz, die man holen kann. Also es gibt jedes Mal 3 Esper-Kristalle. Sozusagen gibt es auch in jeder Region eine Esper. Lebensquellen gibt es meistens auch 6. Kampfplätze auch. Und es sind immer die gleichen Monster. Stärkere Variation von den Monstern, die da rumlaufen. Es ist einfach. Es ist einfach zu repetitiv. Das Einzige, was interessant ist, ist die Protosubstanz. Weil diese Protosubstanz hat immer eine andere... Ist wie Nebenmission. Es hat immer so eine kleine Storyline. Aber das hier ist immer das Gleiche. Nach 2 Analysen bekommt man dann das. Nach weiteren 2 Analysen bekommt man dann einen Aufenthaltsort von einem geheimen Gebietsgegner. Und bei weiteren 2 bekommt man meistens noch so eine Ausgrabung. Und das, die Jagdmission auch. Es gibt dann immer hier so... Und wenn man die 6 gemacht hat, dann gibt es halt 3 Universum-Simulationen. Und in diesen Simulationen kämpft man am Ende natürlich gegen 2 von diesen Schwertgegnern. Das ist langweilig einfach. Aber ich will natürlich alles mitnehmen. Und trotzdem, es ist halt... Denen ist nichts Besseres eingefallen.
bestimmt fiese. So, weil die sehr stark sind. Dann übernimm. Es geht los. Na? Nimm das. Schlag. Zack. Das sitzt. Ja. Das wird krass, der Blut. Gib auf dich acht. Oh, ich zähl auf dich. Ich übernehm. Nicht übertreiben. Bin mal so frei. Ja. Zack, perfekt. Die Schau! Nimm das! Hier! Ja! Hier! Eine Lücke! Ja, wie soll man denn verhindern, dass die in ihre Vollendung... Entwicklung vollendet werden? Nein, warum so weit weg? Ich hasse alles. Ich lasse gleich das Gebiet einfach hinter mich, ohne das Ganze hier aufgedeckt zu haben.
Das ist ja furchtbar. Nein, ich wollte mit Schoko. Willst du denn? Hallo, wo willst du hin? Und tschüss! Ich zähle auf dich. Okay, los geht's! Andale! Schluss! Die Sterne lieben alles! Wird erledigt! Hab ich dich! Die ist das! Ist meine Show! Tschüss! Ist das etwa alles? Hä? Ja. Halt für deine Strafe! Es ist raus. Hab ich ganz schön ins Zeug gelegt, oder? Oh, Gigatrank. Warte mal, Gigatrank ist ja das, was komplett heilt, wenn ich die herstelle. Oh mein Gott. Wenn es davon noch ein Spray gibt, ey. Das wäre ja dann mal Giga. Oh, Gigaspray. Heilt alle Charaktere vollständig. Und dann auf höheren Schwierigkeitsgrad bringt mir das gar nichts mehr.
komme ich denn jetzt dahin?